Lerncoaching. Ich erkläre euch jetzt, was Lerncoaching bedeutet. Bei Lerncoaching nimmt uns unsere Deutschlehrerin Frau Kelisch immer vor die Tür oder in einem anderen Raum, dass sie uns Fragen stellen kann. So zum Beispiel wie, wie geht's dir, wie war deine Woche oder wie war dein Tag? An dem Tag, wenn wir auch Deutsch haben, will sie unser Deutschheft sehen, weil ob wir alles richtig geschrieben haben, schön schreiben und alles mitschreiben. Denn dafür gibt sie auch eine Note. Lerncoaching geht circa um die 10 Minuten. Also es ist zweimal in der Woche beim IT und bei Mathe. Da kommt sie und nimmt circa höchstens 5 Leute raus. Wir hatten in der Kennenlernwoche erstmal mit unserer Lehrerin Zeit verbracht und sind dann rausgegangen und haben die Schule mehr kennengelernt. Wir haben gesehen, wo die Mensa war, haben die Rundsporthalle und die Doppelsporthalle gesehen und haben auch unser Klassenzimmer kennengelernt. Danach hatten wir auch mit unserer Lehrerin die ganze Zeit viel Spiel gemacht und danach hatten wir auch Spaß gehabt. Natürlich hatten wir uns auch kennengelernt und hatten halt die Mitschüler auch, halt die Namen, Alter und so, wo sie wohnen oder so, kennengelernt. Kennenlernfahrt. Wir sind in eine Kennenlernfahrt gegangen für einen Tag. Wir haben uns am Bahnhof beim DM getroffen um 8:15 Uhr. Und dann sind wir zusammen in den Zug eingesteigt und sind nach Heilbronn gefahren. Als wir in der Jugendherberge angekommen sind, war da Lisa, unsere Sozialarbeiterin, und Johannes. Mit Johannes sind wir dann in einen Raum gegangen, haben mit Johannes Sachen gebaut, eine Stadt, die heißt Elite. Und um 15 Uhr durften wir in unsere Zimmer gehen und dann haben wir halt unsere Zimmer halt angeguckt und so, haben unsere Kleider in den Kleiderschrank reingetan und dann haben wir Mittagessen gegessen. Nach dem Mittagessen durften wir dann machen, was wir wollen. Und dann sind wir halt unten, da gab es einen Tischkicker, Tennisplatz und Essen, da könnte man sich Sachen kaufen. Und dann hatten wir halt Abendessen und dann sind wir halt schlafen gegangen, ungefähr um 22 Uhr oder 21 Uhr, das weiß ich nicht genau. Und am nächsten Tag haben wir uns getestet und haben dann gefrühstückt und sind dann nach Hause gegangen. Wir haben jeden Freitag in der 6. Stunde Klassenlehrerstunde. In der Klassenlehrerstunde gucken wir, ob wir Streitereien haben. Dazu haben wir ein Buch, wenn da ein Name steht, halt besprechen, was da los ist. Und dann ist eigentlich der Streit vorbei. Und wenn wir keinen Streit haben, machen wir Spiele. Und Lisa Baumbach ist unsere Schulsozialarbeiterin. Sie kann mit uns reden, wenn wir Probleme haben zu Hause oder mit Freunden, kann man mit ihr oft dazu reden. Und in der Klassenlehrerstunde spielen wir Spiele, zum Beispiel Werwolf und das farbige Sofa spielen wir am liebsten. Bei der Hausaufgabenbetreuung wird man an einem Zettel neben dem Sekretariat in einem Glaskasten in die Gruppe eingeteilt, wo man mit anderen Kindern aus der Schule in der Hausaufgabenbetreuung ist. Dann geht man in den entsprechenden Raum. Dann geht man in den entsprechenden Raum, der auf dem Zettel steht, zu seiner Lehrerin oder zu seinem Lehrer. Dann hat man eine Stunde Hausaufgabenbetreuung und kann da seine Hausaufgaben machen. Und wenn man Fragen hat, kann man die Lehrerin fragen. Nach der Schule können wir noch in die Mensa gehen oder wir haben halt dann Mittagspause. Und können in die Mensa gehen, können da was essen. Zum Beispiel gibt es da öfters auch mal Spaghetti oder auch was anderes. Ich gehe gerne in der Pause zu dem blauen Trirad auf dem OHS-Schulhof. Ich stelle euch heute das Fach Lernen vor. Bei Lernen lernen wir, wie wir uns Lernen auf Tests und Arbeiten vorbereiten und wie wir am besten unsere Hausaufgaben machen. Ob wir es am besten mit Musik oder ohne Musik machen, das haben wir alles bei Frau Kelisch. Herzlich willkommen an der Gottlieb-Daimler-Realschule hier in Ludwigsburg. Wir befinden uns im Konrektorat. Neben mir mein Konrektor und Kollege Tobias Stür. Herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns, dass Interesse an unserer Schule da ist und dass wir euch ganz kurz eine Einleitung geben können für das, was euch jetzt in diesem Video erwartet. Wir sprechen den Text nicht nur für die Eltern, die sicherlich auch hier zuschauen, sondern wir sprechen diesen Text
vor allem auch für euch, die ihr jetzt im Moment in der vierten Klasse seid und euch überlegt, ob es nicht schön wäre, bei uns an der Gottlieb-Daimler-Realschule ab September sein zu können, denn wir bieten schon hochinteressante Angebote für Kinder wie euch an. Ganz wichtig ist uns, dass wir eine Sache vorweg sagen. Schule ist für uns nicht nur das typische Thema Unterricht, sondern Schule ist Lebensraum. Und diesen Lebensraum, den füllen wir mit allem, was für euch auch Freude bereitet. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur im Unterricht zu sitzen. Sondern man kann sich bei uns auf dem Schulgelände auch bewegen. Wenn ihr das Video schon mal gesehen habt im Vorfeld, gibt es ja auch eine Luftaufnahme, da seht ihr das Stadion, das ist für den Sportunterricht hauptsächlich. Aber daneben gibt es auch rote Felder, da könnt ihr auch in den großen Pausen drauf kicken oder Basketball spielen oder euch sonst bewegen. Und auch sonst ist sehr viel Platz um die Schule herum, um sich eben auch in der Mittagspause mal zu bewegen. Denn Nachmittagsunterricht gibt es in der weiterführenden Schule, in den Grundschulen, je nachdem, nicht so oft. Und wenn man Hunger hat in der Mittagspause, gibt es bei uns beispielsweise auch das Angebot eines Mensa-Essens. Ganz wichtig, ihr merkt schon, bei uns in der Schule spielt es eine Rolle, was Bewegungen anbelangt. Und das drücken wir auch tatsächlich in Profilen aus. Wir haben ein Sportprofil, das in unserer Schule eine große Rolle spielt und wo ihr euch auch in die Sportprofilklasse reinbewerben könnt. Allerdings gilt es da tatsächlich eine Aufnahmeprüfung zu machen und ihr müsst bestimmte Sachen mitbringen. Aber Sportprofil ist auch besonders. Ihr werdet auch in allen anderen Klassen von Schwimmen über Turnen natürlich alle ganz normalen und üblichen Sportangebote auch mitkriegen und auch im AG-Betrieb wird sich das weiterhin zeigen. Da die Begabungen und Interessen von euch Kindern ja ganz unterschiedlich sind, der eine, der bewegt sich lieber und kickt gerne, ein anderer ist vielleicht auch sprachbegabt und hat viel Freude daran gehabt, Englisch zu sprechen in der Grundschule. Da habt ihr ja in Klasse 3 begonnen mit dem Englischunterricht. Für diese Kinder gibt es die Möglichkeit, den bilingualen Zug zu wählen. Da gibt es nachher noch spezielle Informationen von Frau Heilig, die euch da durchführen wird, was der bilinguale Zug so bringt. Dann gibt es Kinder, die sagen, Mensch, aber ich finde Tiere ganz toll und Pflanzen und ich bastel gern und ich mache gerne Versuche. Für euch gibt es die MINT AG und da wird euch nachher auch nochmal gezeigt, was man denn dort alles so machen kann. Was auch wichtig ist, wir sind Corona-bedingt natürlich gerade eingeschränkt, aber für uns gilt auch der Blick vorwärts und ihr werdet in den nächsten Jahren wieder die typischen Angebote haben und wenn ihr jetzt schon von Bili gehört habt und von irgendwelchen Sprachsachen, im Zuge von dem Bilingualen haben wir natürlich auch ein Angebot, das in die Richtung geht, dass ihr euch in Sprache auch in Live und Farbe mit anderen austauschen könnt und dazu gehören unsere Austauschprogramme und da haben wir zwei, die tatsächlich auch besonders hervorzuheben sind und zwar zum einen geht es nach Georgien, das ist nicht Georgia in den USA, sondern Georgien auf dem Kaukasus, das liegt östlich der Türkei zwischen der Russischen Föderation und der Türkei. Dort wird nicht Englisch gesprochen. Dort redet man Georgisch, aber wenn ihr dort Englisch redet, verstehen euch die Kinder dort auch, denn die lernen so wie ihr auch Englisch. Und dann ist Englisch die verbindende Sprache und keiner muss Angst haben, der andere ist besser, weil er eben Englisch schon als Muttersprache spricht, sondern Englisch ist die Sprache, mit der man sich eben einfach versteht und das klappt ganz wunderbar. Und das ist eben auch ein Land, da waren noch nicht so viele Menschen. Das ist auch etwas Abenteuer und es ist ein Austausch, der nicht so viel Geld kostet. Und das ist vielleicht für eure Eltern auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass man sich das auch leisten kann, wenn man nicht so sehr viel Geld verdient. Als Alternative haben wir aber tatsächlich auch noch für die Vollprofis unter euch Englisch Sprechenden, den Austausch in die USA und auch dieser Austausch wird, so Corona das uns erlaubt, die nächsten Jahre wieder angeboten.
Wir sind eine der ganz wenigen Realschulen, die überhaupt einen Austausch mit den USA haben. Das ist sehr selten. Und wir sind in ganz Baden-Württemberg die einzige Schule, die überhaupt einen offiziellen Schüleraustausch mit Georgien pflegt. Also ihr kommt an eine Schule, die das Besondere bietet. Für Menschen, die dann ab Klasse 6 Interesse an Französisch haben, gibt es Tagesausflüge nach Frankreich rüber, denn das Elsass ist zum Glück ja nicht so sehr weit weg. Die fahren dann nach Straßburg, also Straßburg, um sich die Stadt anzuschauen. Und dort kann ich dann eben mein Französisch auch ausprobieren mit Menschen, die Französisch als Muttersprache sprechen. Jetzt habt ihr schon ganz viele Informationen bekommen und für uns ist jetzt ganz wichtig, dass wir euch noch mitgeben. Wir sind eine große Schule. Mit über 750 Schülern werdet ihr hier einer von vielen sein und trotzdem ist es uns wichtig, dass ihr tatsächlich hier ankommt und wisst, wir sehen euch alle und wir freuen uns auf jeden von euch und auch du bist herzlich willkommen und wir sehen mit dem, was wir euch bieten, eigentlich, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um alles zu treffen, was dich auch wirklich bewegt und was dich die nächsten Jahre auch bewegen wird. Und daher bist du eingeladen, dich auf der Homepage besonders nochmal umzuschauen, Dinge zu finden, die dich interessieren oder auch am Tag der offenen Tür hier jetzt einfach genauer aufzupassen, was gibt es denn hier für Angebote, die uns als Gottlieb Daimler Realschule besonders herausstreichen, weil wir einzigartig sind, oder was uns als Realschule ausmacht im Vergleich mit anderen weiterführenden Schulen wie den Gymnasien oder den Gemeinschaftsschulen. Wir wünschen euch auf jeden Fall die nächste Zeit, eine gute Zeit der Entscheidung und freuen uns auf dich und euch hier an der Gottlieb Daimler Realschule. Bis bald. Du bist herzlich willkommen, ihr seid herzlich willkommen. Danke für die Aufmerksamkeit.